Also ich bin der Dr. Franz Josef Blank, Gründer von Animal Spirit, Verein Zentrum für Tiere in Not. Und wir stehen hier am Gnadenhof Händelberg, unser erster Gnadenhof, den wir vor ca. 15 Jahren eröffnet haben hier am Händelberg. Das heißt Rettung von in Not geratenen Tieren, die entweder zum Schlachthof gekommen wären oder aus schlechter Haltung befreit worden sind. Hier im Händelberg leben zwar keine großen Pferde, aber immerhin 4 Ponys, ja, die 5 Esel, je ca. 25 Schafe und Ziegen, dann 50, 60 Kaninchen momentan, auch so 50, 60 Hühner, 10 Hunde, wenn alle da sind von den Mitarbeitern auch, 12 Katzen und 10 Schweine, also Hängebauchschweine. Ja, also ich glaube, das wären momentan alle, die mir so eingefallen sind, ja. Also ich kann mir jetzt ein Leben ohne Tiere gar nicht mehr vorstellen. Das ist sozusagen auch sozialer Kontakt, was ja für viele Menschen sowieso ist, Hunde und Katzen. Ja, aber bei mir sind es eben nicht nur die Hunde und Katzen, sondern eben auch die anderen Tiere. Sie zeigen die Dankbarkeit durch ihre Zutraulichkeit, dass sie sich wohlfühlen, das sieht man einfach. Wir können das nur finanzieren durch die regelmäßigen Spenden und Patenschaften, ja. Und dass das einfach weitergeht, auch wenn die Zeiten wie jetzt eben schwieriger werden, dass wir einfach zumindest das, was wir haben, erhalten können. Das ist meine große Hoffnung und dass uns die Leute die Treue halten. Und ich glaube, die uns kennen und die das einmal hier erlebt haben, die wissen auch, dass das gut investiert ist.